Hallo, liebe Freunde und Feinde. Fritz Meinecke, die meisten werden ihn kennen von Formaten wie Seven vs. Wild oder seine ganzen ja, Outdoor-Crafting, Bushcrafting-Sendungen. Ich finde das teilweise ganz beeindruckend, was er macht. Viele mögen ihn nicht als Typ. Kann sein. Ich finde es halt sehr beeindruckend, was er immer so abzieht. Auch mit wie viel Elan der dabei rangeht. Okay, er verdient damit Geld, er verdient damit sehr viel Geld. Aber ich muss gestehen, er kriegt es ja auch nicht geschenkt. Er zahlt darauf Steuern, Steuerzahler freut sich, super. Also, was hat er hier vor? Er hat hier bisher zwei Teile hochgeladen. Er möchte ein geheimes Untergrundversteck bauen. Wir hören uns das kurz an. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute möchte ich einen geheimen Untergrundshelter bauen. Die Inspiration dazu habe ich vom Beobachtungsversteck der Fernspäher. Ich möchte allerdings. Ha! Wir haben damals beim Pionieren zweimal dieses Ding gebaut, dieses Beobachtungsversteck. War gar nicht so viel Arbeit. Wir waren 8 Mann in der Gruppe, wie fast jede Pioniergruppe damals war, weil auf dem LKW 5 Tonnen GL mit Pioniergruppenaufbau einfach nur 8 Mann raufpassten. Und wir haben also pro Gruppe zwei von diesen Stellungen gebaut. Wie war es? Wir haben sie gebaut. Der Hauptfeldwebel kam vorbei, hat gesagt, ganz toll gemacht, zuschütten. Also wir haben da nicht drin gelebt oder so. Wir haben das Ding auch nicht übungsmäßig eingesetzt, wir haben es gebaut. Er will das Ding alleine bauen. Wir werden es gleich sehen. Völlig hammerkrank. Hätte ich nicht gemacht. Wahrscheinlich. So. Jetzt keine Beobachtungsschlitze mit einbauen, sondern alles komplett dicht machen. Ja, dann ist es kein Bau, das ist okay, kein Beobachtungsversteck, aber er will ja auch nicht als Fernspäher ein Objekt überwachen, eine Straße, ein Gebäude, sonst irgendwas. Ne? Mein Ziel ist es, dass der Shelter von außen absolut unsichtbar ist und mit der Umgebung verschmilzt. Das ist völlig ambitioniert, das muss ich wirklich sagen. Das ist richtig schwer, das gut hinzumachen. Gerade in einem Wald. Man mag es kaum glauben, aber es ist gar nicht so einfach, in einem Wald etwas wirklich verschwinden zu lassen. Ich habe es noch nicht geguckt, den zweiten Teil. Ich werde nachher gespannt sein, wie er das macht. Dann gibt es eine kleine Luke, die natürlich ebenfalls getarnt ist, die dann in das Innere des Verstecks führt. Ich habe einen passenden Platz für den Shelter gefunden. Bevor wir jetzt loslegen, machen wir ein kleines Loadout und ich zeige euch im Schnelldurchlauf, was ich alles so dabei habe. Das finde ich mal gut, wenn man was macht bei so einem Film, ne? Ich muss mir das immer auch mal angewöhnen, mal wenn ich irgendwas mache, das alles ganz genau, was ich so dabei habe, zeige, dass ich das mal so ausbreite. Er hat dieses Video, ein eigenes Video zu dieser Ausrüstungsforschung gedreht. Das verlinke ich euch in der Beschreibung einmal. Ich habe den Rucksack vorhin einmal durchgewogen. Wir kommen auf 19,5 Kilo. Ganz wichtig, das ist keine Ultraleittour. Ich mache hier keine ewigen Kilometer. Ja, ich habe einfach ordentlich eingepackt, was ich brauche. Das finde ich sehr gut, dass er es mich durchstellt, weil gibt es garantiert so ein paar Schlauvögel, die sagen, ja, 19,5 Kilo, bla bla bla. Was hat er denn alles mitgenommen? Das braucht man ja gar nicht, ne? Er kann das sehr gut einordnen, warum er das macht und begründet das auch. Also die ganzen, gibt ja so super Outdoor-Prepper-Durchschlager, die nehmen da Sachen mit einem 40-Kilo-Rucksack und keine Ahnung, von der Einbauküche über, ich weiß nicht was. Ne? Das finde ich immer sehr angenehm, dass er ein bisschen realistisch bleibt, auch mit dem, was er vorhat damit. Da eher auch das militärische robuste Zeug. Wir haben mit dabei etwas Hasendraht zum Abtarnen der späteren. Wie gesagt, wir gucken uns das an. Oder ihr könnt euch das angucken. Ich frage mich, ob er das in Deutschland aufgenommen hat. Weil ich glaube, sein Messer ist nicht ganz legal zum Führen in Öffentlichkeit. Aber das juckt mich nicht. Aber mich würde interessieren, wo er es gemacht hat. Weil man kann ja auch nicht einfach in einen Stadtwald gehen und da sowas ausheben. Weil das wird ja nachher ein ganz großes Loch, was ich in der Vorschau schon gesehen habe. Ne? Also das, schade, dass es nicht sagt.
Was macht er hier jetzt? Er schneidet die Grassoden aus, er sticht die Grassoden aus, tut die auf eine Plane, bringt die an einen gedeckten Ort. Die Grassoden kann man so nachher schön zum Abtarnen der Stellung benutzen. Und es ist ja Ziel, sein Beobachtungsversteck so anzulegen, dass es nicht entdeckt wird. Das bedeutet, man kann da jetzt auch keine großen Sandhaufen nebenan aufhäufen. Wir haben das auch mal so gemacht, wir haben die Zeltbahn genommen, unsere Zeltbahn haben wir genommen und dann haben wir das immer, ich sag mal so 10, 15, 20 Meter weiter weg in irgendeine gedeckten Stelle abgelegt. Da war dann so unser Vorratslager mit Baumaterial, ne? Sodass wirklich das, da wo wir gearbeitet haben, nichts mehr war, dass man da nichts gesehen hat, weil wenn man einmal da so einen Sandhaufen gelegt hat, ja, war das eine elendige Arbeit, den nachher abzutarnen. Bevor es jetzt gleich in die Tiefe geht, hebe ich erstmal die oberste Gras- und Moosschicht, ja, sorgfältig ab, lagere die ein bisschen zwischen, damit ich später, wenn das Loch abgedeckt wird mit der Folie, alles wieder ordentlich abtarnen kann. Das ist jetzt wieder nur so ein persönliches Ding von mir. Ich mag diese Gewebe, diese steifen, harten Gewebeplanen nicht, ne? Die machen unglaublich viel Krach. Ich finde die auch recht sperrig. Es gibt dünne Tabs, die sind sehr viel leiser, sehr viel leichter, halten genauso wasserdicht. Allerdings sind diese, ist dieses, dieser, ich sag mal, diese Baumarktplane, was er da hat, ist natürlich bei weitem billiger und wenn sie kaputt ist, schmeißt man sie einfach weg. So ein paar Tab kostet dann schon mal 30, 40 Euro oder so, ein gutes Tab. Kann auch mal 100 kosten. Ich habe schon Tabs gesehen für 100 Euro. Ne, ich nutze auch immer diese 30 Euro Tabs. Bin ich voll zufrieden, aber ich habe auch noch nicht sowas gemacht wie ihr jetzt hier da. Ganz wichtig, ich habe hier natürlich jetzt keinen militärischen Anspruch oder so. Ja, die Inspiration ist, wie gesagt, von den Fernspähern, aber die machen das natürlich mit mehreren Leuten, mit vielleicht noch größerem Werkzeug, in der Nacht, mit Rotlicht, mit Rundumsicherung, ja, hinter feindlichen Linien, was auch immer. Ich bin hier entspannt im Wald, ich bin hier ein bisschen ja, Bushcraft, Military Bushcraft, wie auch immer man das nennen möchte. Und mein Anspruch ist, dass das Endergebnis schön getarnt ist, dass wenn man hier später langläuft, einfach nichts davon sieht. So, ich denke, wir haben die optimale Größe. Ich habe hier genug Platz auch oben. Normal war so ein B-Versteck für 4 Mann. Vielleicht 5, vielleicht 3, egal, aber meistens so 4 Mann, so haben wir es gelernt. Und da wäre das natürlich ganz schön knapp gewesen, dieses Ding da, ne? Aber er hat das schon ganz gut gesagt. Er hat jetzt da keinen militärischen Anspruch oder so. Wir haben das Ding auch am helllichten Tage aufgebaut, das Ding ausgehoben und fertiggestellt, dieses B-Versteck. Ich weiß, dass die Fernspäher das zur Not, entweder machen die das im eigenen Hinterland, lassen sich überrollen vom Feind, ne, oder die schlagen sich durch oder werden abgesetzt hinter den feindlichen Linien und müssen das natürlich dann in absoluter Stille machen und alles. Ne. Das haben wir uns damals aber nicht getan, wir haben doch schon Krach gemacht dabei. Und er nimmt den kleinen Faltklappspaten von der Bundeswehr. Wir haben damals zum Beispiel gemacht, wir haben diese Faltklappspaten zwar bekommen, wir haben aber die es noch hatten, die alten Klappspaten mit dem Holzstiel genommen, weil damit kann man tatsächlich viel besser buddeln und schlagen und hacken, als mit dem Faltklappspaten. Ich fand den schlecht, ich finde ihn heute auch noch schlecht. Ne, aber kann man halt klein zusammenfalten, das war ein Vorteil. Wir haben damals normale Spaten von den Fahrzeugen benutzt. Also waren wir auch noch faul damals. Und noch ein bisschen, weil der Schlafsack braucht ein bisschen Volumen. Ja, das passt perfekt. Und hier habe ich nochmal einen schönen vorgelagerten Bereich für den Rucksack.
So, jetzt gräbt er sein Loch da. Ah, jetzt fängt er an. Das habe ich immer. Das habe ich in der Vorschau schon gesehen, dass er da tatsächlich anfängt und jetzt von seinem Plan abweicht, das Ding wirklich richtig toll abzutarnen, richtig zu machen. Jetzt baut er da einen Wald rum und das ist natürlich für die Tarnung echt schlimm, ne? Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass er echt nur den Fallklappspaten dazu nimmt. Es ist ja ein Zeitraffer, das bedeutet, er nimmt auch nicht irgendwann jetzt zwischendurch mal, macht da Kamera aus und nimmt einen richtigen Spaten dazu oder so, ne? Den Faltklappspaten dafür zu nehmen, dafür müsste man irgendwie ein Bier ausgeben. Das. Ich habe mein eigenes Grab geschaufelt. Mal von hier gucken. Der Gag an der Sache ist, ich muss noch tiefer. Gar kein Bock. Ich möchte ja hier aufrecht drin hocken. Ich muss schon noch mal 30 cm tiefer. Ich glaube, das filme ich aber nicht. Ihr habt schon genug gebuddelt für das Video gesehen. Boom, Leute, ich würde sagen, das Projekt ist etwas. Tatsächlich traue ich ihm jetzt zu, dass er das auch noch dem Fallklappspaten gemacht hat und das nicht wie andere das machen würden, ich vielleicht auch, jetzt in der Zeit, wo es nicht gefilmt hat, mit dem richtigen Spaten gearbeitet hat. Ich traue ihm zu, tatsächlich, dass er das auch mit seinem Faltklappspaten gemacht hat. Das ist ein Riesenloch, was er da hat, ne? Ja. Das eskaliert. Ja, wir sind richtig schön tief jetzt gekommen. Ich kann mich hier entspannt hinhocken und ja, es mir gemütlich machen, wenn das fertig ist. Ich habe auf der Seite hier noch eine kleine Sandstufe gelassen, damit ich überhaupt rauskomme. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall morgen eine Leiter bauen, sonst kommen wir hier gar nicht mehr raus. Gar keine Chance. Und tatsächlich ist jetzt etwas passiert. Ich habe schon eine Lösung dafür. Das heißt aber, das Projekt eskaliert noch mehr. Und zwar, die Wand ist eingestürzt. Wir haben natürlich wirklich nur feinsten Sand. Das macht das Graben extrem einfach. Bah, das kenne ich. Wir haben das in Era Lessin gemacht damals. Das ist auch so ein ätzender Sandboden. Era Lessin ist ein Bundeswehr-Truppenübungsplatz in der Nähe von Gifhorn gewesen. Gleich nebenan war das Volkswagen-Versuchsgelände und wir haben gebuddelt und konnten dann immer sehen und hören die Erlkönige, die dann da rumgefahren sind. Das war nicht weit, wir haben das gebuddelt, das war nicht weit von dem Zaun zu diesem VW. Versuchsgelände. Ich weiß nicht, ob einer von euch Era Lessin kennt, den Übungsplatz. Der ist jetzt, glaube ich, geschlossen, meine ich. Glaube ich. Ja. Ist natürlich doof, dass jetzt der weiche Sandboden da nachrutscht. Aber die Stabilität ist natürlich so eine Schwierigkeit. Und ich habe tatsächlich ein wenig Angst, wenn ich jetzt hier oben Balken drauflege und dann da noch ein bisschen Sand drauf kommt, dann noch Abtarnung und so weiter, dass mir das hier alles komplett zusammenbricht. Deswegen bin ich am Überlegen, die kompletten Seitenwände mit Sandsäcken auszukleiden. Wir haben ja genug Sand da. Hammerkrank. Ich sag da gleich was zu. Ich habe mal durchgerechnet, ich glaube, wir brauchen 100, 150 Stück vielleicht zu dem Dreh. Und dann könnten wir die befüllen, ja, so wie wir es kennen vom Hochwasser oder auch von so Schützengräben. Und dann könnte man wirklich hier das ganze Ding komplett dicht machen. Das zwei. Ich habe mich gerne. Dein Geschirr Hey! verdreckt? Bosch und Finish spülen per. Ich wundere mich gerade, weil ich habe nämlich YouTube Premium. Warum kommt Werbung, wenn ich YouTube Premium habe?
Das kann ich jetzt überhaupt gar nicht deuten. Ich bin gerade völlig verblüfft, warum ich hier eine Werbeeinspielung kriege. Ich zahle 12 Euro im Monat, dass alle Videos werbefrei abspielen. Das muss ich gleich mal gucken, was das soll. Und sie haben auch abgebucht, ich weiß das, ich habe das gesehen. Fettes, Die Jungs fettes sich Brot. gekümmert. Das dauert jetzt so 2 bis 3 Tage, ehe die da sind. Und deswegen möchte ich den heutigen Tag dafür nutzen, um erstens die Leiter zu bauen, damit wir ordentlich in das Verständnis. Ja, jetzt baut er eine Leiter. Das wird wahrscheinlich wieder voll das Luxusgerät. Ha, Geräuschtarnung. Aber er hat ja gesagt, er ist jetzt nicht in einer Gefechtssituation oder in einer wirklichen Lage. Aber der baut da wieder wie in eine Einbauküche rein, ne? So, das Loch ist noch da, aber die Wände sind an 2 neuen Stellen eingestürzt. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall nicht drum herum, das Ja. mit Sandsäcken richtig komplett auszukleiden. Da seht ihr es schon, da drüben, hier an der Seite. Ja. Noch ordentlich Platz hier drüber. So, das war ja auch später noch eine Isomatte drauf. Dach abzutarnen, alles. Ja, also das, was er da baut, ist echt schon eine Einbauküche, ne? Das muss man wirklich sagen. So fett, das ist ja auch schon keine Beobachtungsstelle mehr, was er da einrichtet, ne? Keine Beobachtungsstellung und kein Beobachtungsgraben, das, ne? Das ist ja wirklich, boah, Wahnsinn, ne? Wir schalten mal gleich zum zweiten Teil um, So, Freunde, es geht wieder. damit wir da mal gucken, was er jetzt macht. Ich sag, so, er hat jetzt Sandsäcke dabei. Das sieht man ja schon in diesem kleinen Vorschau. Ich habe das Video jetzt noch nicht gesehen, den zweiten Teil. Der ist ja auch jetzt gerade rausgekommen, heute Mittag. Und ich muss leider sagen, nee. Er macht sich da eine unglaubliche Arbeit. In dem Vorschaubild sieht man schon, dass er jede Menge Sandsäcke gefüllt hat, ne? Ich will jetzt mal gucken, ich bin gespannt, wie er den Sandsack für einen schönen Rucksack hat er da. Ist das der finnische? Oder ist es ein Berghaus? Ist es nicht. Keine Ahnung, was er für einen hat. Mal gucken, ne? Sandsäcke. Ich kenne es vom Elbe-Hochwasser 2002. Was für eine Kackarbeit, ist, Sandsäcke zu füllen. Nein, ich habe keine Sandsäcke selber gefüllt. Ich habe zugeguckt. Ich saß in meinem VW-Bus und habe, ja, zugeguckt. Aber wir haben damals, als erstes, was wir gemacht haben, ist eine einfache Füllstation gebaut, ne? Damit man diese Sandsäcke ziemlich schnell und einfach befüllen kann. Das hätte er dort hier sicherlich auch machen können, aber ich würde jetzt wetten, dass er das nicht gemacht hat. Er ist komplett in Multicam eingeplant, ist aber nicht das englische MTP. Das sind seine Dachbalken. Heidewitzka, ne? Der baut sich da ein zurecht. Das ist der Wahnsinn. So, mal gucken, wann fängt er hier an? Oh ja, er fängt jetzt tatsächlich an, die Sandsäcke einzeln zu füllen. Das dauert natürlich ewig und ist anstrengend, ne? Es geht nach einer Zeit auch voll auf die linken Hand, weil er immer den Sack da so aufhalten muss, ne? Das ist ätzend. So, wir gucken mal eben, wie er das macht. Dann kann ich, ja, jede Menge Sandsäcke, völlig hammerkrank. Da ist es. Da frage ich mich echt, ob das so fürs Video ist oder ob er wirklich das für die beste Lösung hält. Wir hatten das Ding auch damals in der Ära, das ist das Problem. Abrutschende Wände oder Seitenwände. Und wir haben das einfach folgendermaßen gelöst. Wir haben Holz, ja, Holzäste, dicke Äste. Dünne Stämme, je nachdem, ne? Dicke Äste oder dünne Stämme, wie man es jetzt sehen will, haben wir genommen, waagerecht reingekloppt, und zwar
immer zwei nebeneinander und haben dazwischen die Zeltbahn gespannt, dass da nichts nachrutschen kann. Das heißt, wenn der Sand nachgerutscht ist, dann ist er gegen die Zeltwand gedrückt. Die Zeltwand wurde gehalten durch die, das war wie so ein Zaun, ne? Durch die Stäbe. Und bevor ich mir diese Arbeit jetzt angucke, wo er das gemacht hat, ne, wäre es, glaube ich, einfacher gewesen und auch schneller, wenn er sich noch zwei, drei Plan gekauft, besorgt hätte. Man kann noch Bundeswehr-Pontius nehmen, ne? Oder die gute Bundeswehr-Zeltbahn, die würde auch gehen. Ne? Muss halt zwei übereinander knöpfen. Und dann kriegst du schon mal die Längswände damit durch, ne? Die beiden Dings. Und dann, die eine Wand ist ja eh keine, ist ja eh durch den Ein- und Ausgang nicht komplett zu. Und die andere Hälfte kann man einfach mit Hölzern, muss man halt ein bisschen mehr zusammen machen und dann mit Geäst flechten, dass da so ein Zaun ist. Aber das finde ich so eine unglaublich, ja, in meinen Augen ist das schon fast überflüssig. Ne? Ich nehme mal an, er hat es gemacht, um ein bisschen Show für den Film zu machen, für dieses Video zu machen. Ne? Sinn macht das in meinen Augen nicht. Da gibt es viel einfache und schnellere Möglichkeiten. Okay, das sieht schon sehr gut aus. Und jetzt werde ich wieder einige Säcke vorbereiten, Mauern vorbereiten, Mauern vorbereiten. Ich bin klitschnass vom Regen, vom Schweiß. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennt die ganze Zeit, aber ich habe jetzt hier ungefähr noch mal einen halben Meter neues Erdreich weggenommen. Ja, hier unten alles vorbereitet. Hat was von so einem Unterstand aus dem Ersten Weltkrieg irgendwie oder auch Zweiter Weltkrieg, ne? Also alles komplett mit Sandsäcken. So, wir gucken weiter. Handschuhe sind am Arsch, meine Hose, es ist alles Fritte. Es ist alles sandig, es ist alles nass, aber es ist auch verdammt schön. Das muss man ihm lassen, ne? Der ist so stumpf. Jeder Mensch hätte wahrscheinlich gesagt, boah, das riecht nicht ström, ich höre jetzt mal auf. Ne? Nee, er macht stumpf weiter. Ich habe so einen Respekt vor dem Mann. Ne? Das ist beeindruckend. Das habe ich aber in ganz vielen Sachen, wo er mit Martin, glaube ich, war das, durch Madeira gewandert ist, wo ich auch dachte, ne, Alter, was dieser Teil, das ist, ja. Das muss man einfach wollen. Das muss man einfach nur wollen. Er weiß ganz genau, er verdient damit richtig Geld mit seinen Videos dazu. Ne? Das, also ich denke mal, mit diesen beiden Teilen hat er schon so viel verdient, wie andere in einem Monat irgendwo am Band oder an der Supermarktkasse verdienen. Aber ich muss sagen, er hat da ja auch was getan. Ist ja nicht so, dass er es einfach geschenkt kriegt. Ne? Wir haben richtig schön was hinbekommen. So, ich organisiere wieder neue Sandsäcke und dann sehen wir uns auch schon direkt morgen. Es sind wieder einige Tage vergangen. Ich habe neue Säcke im Rucksack. Also, das ist jetzt der dritte Tag. Er arbeitet drei Tage dran, wahrscheinlich ja von morgens bis abends, so wie es aussieht. Aber mit größeren Abständen. Das bedeutet, das wird wahrscheinlich ein Privatwald sein, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass er im öffentlichen Wald das dann einfach buddelt. Und dann auch im Endeffekt einfach stehen lässt. So lange. Es hat auch ordentlich geregnet. Und wir gucken uns mal kurz das Spektakel an. Hölzer liegen noch da. Ja, das sieht auch alles noch gut aus. Und auch hier drüben ist noch meine Plan und der Hasendraht. Weil, was man nicht vergessen darf, der ursprüngliche Plan war ja, völlig utopisch, das in einem Tag zu bauen und dann auch gleich drin zu schlafen. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass wir hier während der Bauphase aufgeklärt werden. Ja, wir haben damals, ich habe es schon mal gesagt, mit vier Mann einen ganzen Tag gearbeitet und hatten die richtigen Spaten dabei. Also diese großen Spaten vom Fahrzeug und die Schaufeln. Ich glaube, wir hatten zwei Spaten, zwei Schaufeln oder so. Und damit ist das möglich. Aber alleine und dann noch mit dem kleinen Feldspaten, nee, das... Nein, das hätte ihm auch keiner abgenommen. Was sie natürlich nicht wollen. Wurden keine Kosten und Mühen gescheut. 100 neue.
Man darf nicht vergessen, das sind ja schon 200 Sandsäcke, die er verbraten hat. Ein Sandsack kostet, meine ich, um die 50 Cent bei Großabnahme. 50 bis 70 Cent oder so habe ich gesehen, kosten die pro Stück. Ja, dann noch die Planen dazu. Ja, also anfänglich investiert er das. Er weiß, er kriegt es ja wieder, klar. Mein Rücken freut sich. Der ist so hammerkrank. So, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. So sieht der Bums jetzt aus. So ein Ding hatten wir auf Übungsplätzen gebaut. Völlig, völlig irre. Das Ding ist, das sieht auch noch richtig gut und stabil aus. Das muss ich wirklich sagen. Also, bei uns sah es nicht so gut aus, wenn wir es auf Übung gemacht haben oder so. Wir wussten ja, wir mussten es immer gleich wieder einreißen. Ne? Meistens, teilweise waren wir gerade fertig, dann ist es wieder einreißen und verlegen. Ne? Da mussten wir alles wieder in ursprünglichen Zustand herstellen. Aber das Ding ist, da, wir sind jetzt aktuell bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen. Guck mal von der Höhe, ich habe das Ganze jetzt auch final ausgeschachtet. Boah. Richtig geil, wenn ich jetzt hier sitze, entspannt, ist noch genug Platz und ich möchte noch eine finale Reihe oben drauf packen. Denn ihr seht es hier, da ist schon noch so ein bisschen erdreich und wir wollen ja keine Kuhle haben, sonst muss es schon gleichmäßig sein, damit auch das Wasser sich hier nicht drin fängt. Was ihr auf den Aufnahmen jetzt noch nicht gesehen habt, ich habe diese ganzen Räume hinter den Sandsäcken natürlich immer pro neue Reihe wieder vollgefüllt, gestopft, verdichtet, wieder Sand drauf. Ja, aber ich wollte euch damit nicht nerven, aber gehört auch dazu und kostet sehr viel Arbeit. Und was ich auch nicht gefilmt habe, ist das ganze Befüllen der Sandsäcke. Ist ja im Video langweilig, aber muss gemacht werden. Und ihr seht das, schön alles dicht gemacht. So sieht das aktuell aus. Das ist schon wild, ne? Der Wahnsinn. Jetzt baut er das schön, jetzt macht er dort die Lagen rüber. So, habe ich jetzt nochmal Sandsäcke befüllt. Jetzt kommt der Moment. Ich dachte, jetzt kommt wieder Werbung. Rassig aus. Reinkommt und das wird so oder so passieren, dann kann das da unten absickern. Ah, ich hätte da eine Kante reingemacht. Ich hätte da tatsächlich das Ding nach außen gefaltet, nach oben gefaltet, dass das Wasser da wenigstens nicht so reinläuft, sondern an der Seite runter von dem Eingang. Ne? Links und rechts dabei vorbei und oben einfach nur nach oben gefaltet. Das bringt schon was. Ne? Man sieht hier aber, jetzt hat er natürlich hier so einen Hügel da auf, weil er den Aushub nicht weggebracht hat, sondern hingeschmissen hat. So ein Hügel. Ne? Also jetzt dieses, es soll gut getarnt sein, das wird er, glaube ich, schon nicht mehr schaffen. Ne? Wir gucken mal weiter. Hier baut er, hier macht er das mit Sand fest. Ja, kann man machen. Ich hätte tatsächlich Angst, wenn sie richtig in Strömen gießt, dass sich zwischen den Lagen, hier sieht man das, diese Wellen, dass sich da das Wasser sammelt. Und irgendwann links und rechts davon das runterdrückt. Und dass das Wasser dann irgendwann, dass die Plane dann so runtergedrückt wird, dass es an irgendeiner Stelle weggezogen wird und dann reinläuft. Ihr wisst, was ich im Kopf habe. Nee, scheiße, Entschuldigung. Jetzt tarnt er das Ganze. Ja, das ist sehr gut. Jetzt tarnt er das mit den Gras. Soden, er hat jetzt natürlich weniger Grassoden, Grasplaggen ausgestochen, als er braucht. Und er löst das mit Mutterboden, den er da verstreut. Ja, die Hände sind danach dreckig. Wir haben immer unsere grauen Lederhandschuhe angezogen. Ne? Deshalb mussten wir die dauernd tauschen, weil die immer fertig waren, die Lederhandschuhe. Ne?
Aber ich mochte das nie, weil wir waren ja teilweise, wenn wir dann noch, weiß ich nicht, 2, 3 Tage im Gelände waren, draußen waren, hatten wir keinen Bock dann die ganze Zeit diese richtig dreckigen Hände. Wir haben meistens nicht so viel Wasser gehabt, dass wir uns wirklich die Hände damit waschen konnten. Deshalb haben wir Handschuhe angezogen. Wir hatten auch mal welche, die hatten dann ihre so private, noch diese alten Arbeitshandschuhe, diese dünnen, diese Lederdings und hinten mit diesem Stoff. Diese Arbeitshandschuhe hatten auch welche dabei, ne? Dass man das macht, ne? Ja, von der Tarnung bin ich jetzt nicht überzeugt tatsächlich. Ne? Also es ist ein irrer Bau, ein irres Projekt. Jetzt wird es Nacht. Schläft er da drin? Das müssen wir mal mit anhören. Ergebnis. Beim nächsten Mal erst zeigen. Ich werde euch zeigen, wie es von innen aussieht. Ich möchte an der Tarnung noch ein bisschen weiterarbeiten, und zwar was die Silhouette angeht. Ich möchte die Tarnklappe noch bauen mit dem Hasendraht und ich möchte da auch gleich noch drin übernachten. Das heißt, im nächsten Video steht einiges auf dem Plan. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren. Wenn euch das Projekt gefällt, dann Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Aha, es gibt also noch einen Teil, fantastisch. Das heißt, er wird dann 4 Tage dann gearbeitet haben, bis es fertig ist. Respekt, Fritz, Respekt mit dem Feldspaten und dann mit dem ganzen. Ich kann mir vorstellen, seine Schulter, sein Rücken, die werden sich freuen. Wahrscheinlich geht er abends in die Dusche und sagt: Boah, das war's jetzt erstmal. Ne? Da hoffe ich, dass er, ja, für sich sagt, das hat sich gelohnt. Ich finde es ein ganz toller Bau, ein ganz tolle Arbeit. Wir haben öfters Kampfstände und so gebuddelt. Aber das, was er macht, das ist wirklich, ja, großes Kino alleine. Das Ganze finde ich total klasse. Ich bin sehr gespannt auf den vierten Teil. Vielleicht mache ich da eine ganz kleine Dings noch zu, ein ganz kleines Video noch mal zu. Der hätte damals bei uns echt sich wohlgefühlt, glaube ich. Bei den Pionieren. Nehme ich mal stark an. Aber gut. Ich wollte das nur einmal durchgehen. Ich habe das gesehen, dass das, was er da gemacht hat, was er vorgeführt hat. Halbe Stunde dauert das Video jetzt. Das reicht mir auch. Und euch wahrscheinlich auch. Ich finde es cool. Ich werde das Video, diese beiden Videos und nochmal das Ausrüstungsvideo unten verlinken. Guckt da schön rauf. Und ja, mich würde natürlich interessieren, habt ihr so ein Ding auch schon mal gebaut? Nicht beim Bund, sondern in der Freizeit oder so? Das finde ich, ja, ich nicht tatsächlich. Ich habe zwar schon Stellungen gebaut oder so, auf Reenactments oder auf Veranstaltungen oder so, haben wir tolle Stellungen gebaut und auch Gräben gebaut, ganze Gräben haben wir da errichtet. Aber so ein Ding da nicht alleine, nein, und auch nicht mit dem Feldspaten. Ne? Da muss ich sagen, Chapeau und Ankerwürf. Tolle Sache. So, das war's und bis zum nächsten Mal. Tschüss.